Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir machen uns natürlich weiter auf den Weg zum Knochenwanst. Ich war in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen an der Basis, hab da noch was gebaut. Das zeige ich euch aber, wenn wir dann mal wieder zurück sind. Bloß nicht wundern, wenn hier im Inventar ein bisschen was anders angeordnet ist als zum Ende der letzten Folge. Liegt daran, dass ich noch mal in der alten Basis war. Ich habe mir hier bloß fix so ein Portal hingestellt. Hab mich zurück teleportiert. Was ist denn das davon? Das habe ich gar nicht gesehen in der letzten Folge. Irgendwas ist gerade runtergefallen. Das sieht ja mal nach einem richtigen Gebäude aus. Ebenen. Ah, ich glaube, hier kommen diese ganzen Goblin-Viecher-Typen, was auch immer. Moment. Mach hier mal in Ebenen hin. Komm, wir gehen mal ganz kurz gucken, oder? Habe ich ein bisschen Angst, dass ich keine Chance habe gegen die Goblins. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast, das sind sie. Da haben wir bloß ein paar Nixen rumstehen. Okay, das ist also auch noch ein Biom. Ich habe nur immer schon mal was von den Goblins gesehen, aber wusste nicht genau, wie man die findet. Ich glaube, das sind die, die so richtige Gebäude bauen. Aktuell sehe ich noch nichts. Ja, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir jetzt sterben, aber ich möchte es mir ungern. Ich möchte ungern einfach. Ah, shit, da kommt der erste. Wie stark sind die Kobolde? Entschuldigung, nicht Kobolde. 86, ja. Muss mir jetzt echt erzählen, der hätte 86 Schaden gemacht. Komm her. Okay, wir müssen den ersten wegkriegen. Was? Scheiße. Oh nein. Ein Schlag. Oh, wir hatten natürlich auch gar keine Lebensmittel, glaube ich, drin. Wir sind, glaube ich, mit 25 Leben rumgerannt. Kann das sein? Ja, ich glaube... Ach, Mist. Ah, und wisst ihr, was das Beste ist? Wir haben kein Boot mehr und wir haben kein Portal, um wieder dahin zu kommen. Scheiße. Ach, ich bin doof. Ich glaube, wir hatten gar keine Lebensmittel drin. Ich wollte ja eigentlich erstmal nur ruhig die Folge starten und mit dem Boot weiter und dann kam der Mist. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ah, das ist natürlich richtig schlecht gelaufen. Was macht man jetzt am dümmsten? Ach Mist, jetzt wir brauchen ein Boot, wir müssen die ganze Strecke wieder los. Bis dahinter. Ja, gelaufen kriege ich das doch im Leben nicht. Hier ist die Basis. Ja, wir können natürlich auch probieren zu rennen, ne? Ach Mist, ja, Entschuldigung, das war doof. Ich denke mal, hätte ich einfach ein bisschen volles Leben gehabt, hätten wir die ohne Probleme geschafft, aber ich habe nicht dran gedacht. Weil ich halt eigentlich nur gemütlich mit dem Boot fahren wollte. Scheiße, jetzt haben wir echt ein Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir hier noch irgendwas an Waffen? Ein richtig billiges Schild. Das bringt mir gar nichts. Rüstung. Mir zumindest jetzt mal die hier anlegen. Hauptsache, wir haben irgendwas. Na, ich denke mal, die beste Variante wäre es jetzt wirklich zu rennen, weil bis wir uns wieder ein Boot gebaut haben, da brauchen wir auch wieder Bronzenägel für und ach. Weiß nicht, ich glaube auch mit den Bronzenägeln können wir uns, glaube ich, nicht mal teleportieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, und wieder Fähigkeiten verloren. Das ärgert mich gerade. Aber ich denke, das Beste, was wir machen können, ist jetzt wirklich versuchen, hier unten lang zu laufen, dass wir dort wieder rauskommen. Achso, ja, jetzt kann ich euch gleich mal hier was an der Basis zeigen. Und zwar habe ich hier den Zaun nochmal erweitert. Wir haben jetzt hier überall so eine Steinpfeiler-Pfosten-Dinger. Ihr wisst schon, was ich meine, Steinmauern lang. Und da oben drauf die... Hier das Holzzeug. Finde ich irgendwie cooler, weil so steht es halt alles auf einer Höhe und es sieht ein bisschen professioneller aus. Ich habe es jetzt alles mal eckig gemacht. Wir waren ja vorher eher etwas ründlich hier mit der Basis. Und hier haben wir jetzt so die Abgrenzung dann zum Wasser hin. Finde ich, sieht so halt relativ geil aus. Und ja, ansonsten habe ich bloß noch so die fehlenden Steinplatten, die es gab. Oh, hier fehlt auch noch eine. Ein bisschen gemacht. Das hier machen wir dann später mal noch zusammen, das kleine Stückchen. Und hier ist jetzt überall Steinboden. Ja, ich finde es so relativ cool. Das werde ich natürlich noch erweitern bis dahinter dann irgendwann.
Aber mittlerweile sieht das hier doch echt sehr, sehr professionell aus. Gut, also wir müssen wieder zurück. Mist. Das Problem ist, wir kommen hier nirgendwo mehr hoch, glaube ich. Ich habe hier erstmal alles so umgebaut. Das heißt, ja, was macht man jetzt am dümmsten? Eigentlich vom Haus oben rüberspringen. Ach Mist, hätte ich einfach mal ein bisschen Leben gehabt. Ich meine, ihr habt gesehen, ich hatte beim ersten Blockieren stand ein Wert von 75 oder so da. Das war, oder 85 meine ich. Das war schon definitiv nicht ohne. Ich habe so absolut nicht dran gedacht, dass ich gar keine Nahrungsmittel im Bauch habe. Naja gut, wir hauen jetzt mal Ecktür an und dann laufen wir das Stück hier runter. Ich denke, es ist die schnellste Variante. Weil sonst müssen wir uns Boot bauen, müssen hier wieder lang segeln. Das dauert alles ganz schön und effektiv haben wir dann irgendwann da unten zwei Boote stehen und kriegen aber beide nicht wieder weg. Müssten dann wieder zurück teleportieren, anderes Boot holen. Ich denke mal, wenn wir hier ordentlich durchrennen, ausdauertechnisch sieht es gut aus. Eigentür läuft auch noch 4,5 Minuten. Dann könnten wir hier wahrscheinlich auch relativ schnell wieder da unten ankommen. Ist schade wegen den Fähigkeiten. Vor allem auch, weil ich erst wieder gestorben bin. Und zwar war das richtig doof, als ich jetzt mal außerhalb des Videos wieder gespielt habe, um die ganzen Mauern und Abwehrmaßnahmen zu errichten. Ja, als ich das alles gemacht habe, habe ich Stein abgebaut und das war so ein großer Stein-Dings, so wie Kupfer ungefähr aussieht, auf dem Wasser. Ich stand oben drauf. Was machen die denn hier? Ich stand oben drauf, habe mit der Spitzhacke draufgeklopft und was ist passiert? In diesem großen Stein ist einfach ein Loch entstanden. Ich bin reingefallen und es war Wasser. Und um mich rum dieser Stein, also ich konnte weder hochspringen noch drunter durchtauchen. Ich war einfach gefangen. Wie in so einem Donut in der Mitte. Bloß aus Stein und bin ertrunken. Ja. Und deswegen bin ich schon mal gestorben. Also hier so ein Teil, ne, auf dem Wasser. Ich habe hier draufgehackt und hier ist einfach nur ein Loch in der Mitte passiert. Reingegangen. Ich war in der Mitte und kam nicht mehr raus. Eigentlich müssen wir rechts lang. Sag es, wir haben jetzt auch wirklich null Abwehr. Keine Waffen, nichts. Also wenn hier irgendwas Krasseres ankommt, haben wir eben ein Problem. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir mit Rennen hier ganz gut durchkommen. Ja, da bin ich halt leider schon gestorben. Jetzt vor kurzem erst und jetzt schon wieder. Also ich glaube, wir werden es einfach niemals schaffen, unsere Fähigkeiten mal auf die 100 zu kriegen. Wo ich halt am Anfang fast nie gestorben bin, aber irgendwie wird man mittlerweile ein bisschen übermütig, habe ich das Gefühl. Jetzt hier noch irgendwo so ein scheiß Blutegel ankommt, haben wir eh ein Problem. Warum ist denn... Ah, hier ist überall Wasser. Shit. Wir müssen irgendwie hier so lang. Ja, jetzt habe ich schon seit so vielen Folgen versprochen, dass wir endlich zum Knochenwanst machen und dann sowas hier. Es tut mir leid, es ist wirklich keine Absicht. Auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall in den Sümpfen extrem viele Krypten. Das Coole ist, man sieht sie halt auch einfach von sehr weit weg. Dadurch, dass überall so eine Fackeln dran sind. Ah, da kommt nämlich schon wieder ein Trogger. Zwei sogar. Nee, auf euch habe ich gerade echt so überhaupt gar keine. Drei sogar. Wir müssen irgendwie dran vorbei. Wir haben kaum noch Ausdauer. Geh bloß weg. Wir müssen hier irgendwie... Oha, was war das? Scheiße, ich glaube, das war ein Blutegel. Ich habe nicht mal den Trank dabei. Wenn wir jetzt durch das Gift sterben, haben wir ein großes Problem. Oh, bitte nicht. Ich habe ja, der Trank liegt ja vorne noch bei beim Tod-Dings. Ach komm schon, ey, nicht jetzt bis null. Come on. Come on. Bitte, bitte. Oh, jawohl. 7. Wir brauchen unbedingt Leben. Lasst uns mal ganz kurz hier warten, bis sich unser Leben wieder etwas beruhigt hat. Ich habe keine Lust, dass jetzt hier irgendwo ein Pfeil von einem Skelett oder so kommt. Und wir direkt wieder am Arsch sind. So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wir müssen hier in die Richtung. Na, ist es an sich gar nicht mehr so weit, ne? Wir haben schon über die Hälfte geschafft. Ich würde halt ganz gerne die Eigtürfähigkeit noch ein bisschen nutzen. Wir haben bloß noch eine Minute.
Ich hab halt auch echt Schiss, dass wir jetzt von irgendwo einen Pfeil abkriegen und direkt am Arsch sind. Geil, hier kommt Wasser. Also müssen wir hier am Ufer lang, aber es geht da hinten nach links. Ja, also ich würde sagen, Kobolde ist noch ein bisschen früh. Weil selbst wenn wir gut ausgerüstet gewesen wären, hätten die trotzdem nur 2 Schläge gebraucht und wir wären tot gewesen. Ich hätte einfach nicht hingehen sollen. Wir hätten mit dem Boot direkt weitermachen müssen, aber wenn man sowas halt auch schon mal sieht, dann will man auch nicht direkt wieder weg. Es war mir auf jeden Fall eine Lehre. So, wir haben eine ganze Menge Blaubeerchen hier. Das ist eine schöne Sache. Können wir gleich mal mitnehmen. Da haben wir es doch schon fast geschafft, also. Man ist so mit Rennen schon fast schneller als mit dem Boot. Zumindest wenn man keinen Rückenwind hat. Moment, hier wieder runter und dann kommen wir da unten raus. Ja, jetzt müssen wir halt mal gucken. Also idealerweise eigentlich ganz schnell. Ah, nein. Oh Gott. Macht das überhaupt gar keinen Spaß, mit Fäusten zu kämpfen. So, danke Freya für Regen und Sonne, für alle Sprosse, die den Erdboden durchbrechen und für die Rebenfrüchte. Danke Odin für Fleisch und Knochen und für die Wärme vom Feuer und Pelz, als auch für die Stärke deines Arms. Okay. Ja, also idealerweise hinrennen. Ach geil, jetzt wird auch noch Nacht. Ganz schnell einsacken, direkt ins Boot und weg. Das Problem ist, unser Zeug liegt halt direkt bei den Kobolden. Wir haben eine noch schlechtere Rüstung an und bloß ein Holzschild. Da das Holzschild bei den Trogon schon nicht mal geholfen hat. Beziehungsweise nicht mal ausreichend blockieren konnte, gehe ich stark davon aus, dass das bei den Kobolden noch schlechter wird. Jetzt natürlich auch noch Nacht ist, macht es nicht unbedingt besser. Wieder über die Hälfte der Folge rum. Und eigentlich sind wir gar nicht vorangekommen, sondern eher noch einen Schritt rückwärts. So. So, wir sind bald da. Na, geht bitte alle weg. Ich möchte nicht kämpfen. Irgendwie rutschen wir hier halb runter, das ist nicht so geil. So, gleich da. Daumen drücken. Shit, wir haben auch nur... Ah, wir haben nur 70 Leben, ne? Ein Treffer, wir sind tot. Eigentlich hätte ich mir gleich mal Zeug mitnehmen können, dass wir hier noch ein Portal aufstellen. Wir haben zwar an sich das Zeug ja dabei, aber halt bei unserem Sterbepunkt. Na komm her, ich will dich jetzt hier nicht noch im Rücken haben, wenn ich gegen Kobolde kämpfen muss. 68 Leben. Wir müssten rein theoretisch alles mitkriegen, oder? Ich glaube, wir packen den ganzen Spaß hier mal kurz in das Lager vom Boot. Weil es gibt ja so ein Alles-Nehmen-Button, den man drücken kann. Habe ich nicht gewusst, bis vor kurzer Zeit noch. Aber so kann man halt, sind wir zumindest schneller da wieder weg. Da links war schon wieder was. Was machen die? Machen die Feuer? Kämpfen die selber gegen irgendwelche Viecher? Da hinten sehe ich grüne Augen. Da sind die Kobolde. Ach, bitte lasst mich mein Zeug nehmen. Bitte lasst mich mein Zeug nehmen. Alles nehmen, alles nehmen. Mist, unsere Hacke. Wir müssen irgendwas wegwerfen. Was werfen wir weg? Was werfen wir weg? Was werfen wir weg? Wir werfen die Blaubeeren weg. Jetzt haben wir alles. Hacke ist auch wieder am Start, jawohl. Und schnell weg hier. Ich glaube, wir wurden nicht gesehen. Ah, shit, doch da drüben. Nein. Oh, hau ab. Hau bloß ab. Komm ins Boot und zack, weg hier. Ruder, Ruder, Ruder. Du Luder. Komm schon. Nein, der kommt, der kommt, der kommt. Kann der hier ins Boot springen? Ich weiß es nicht. Scheiße, es ruckelt. Ah, geh bitte weg. Geh bitte weg. Nein. Komm schon. Ruder doch, Ruder. Er rudert nicht.
Komm schon. Was für ein Scheiß. Hier passiert einfach gar nichts. Jetzt nach vorne. Ja, natürlich müssen wir genau an so einer Stelle jetzt festhängen. Aber jetzt, ja, es geht voran. Oh, ein Glück. Mal ganz kurz in die Hosen geschissen. Muss ich nach der Folge erstmal wieder bereinigen. Ja, wir haben wieder alles Zeug. Ein paar Blaubeeren mussten wir liegen lassen, aber das ist das kleinste Problem. Haut bloß ab. Heftig, die kleinen Biester. Die haben ja auch bloß so einen Knüppel in der Hand, aber die können mit ihrem Knüppel umgehen. So, wir müssen eigentlich nach rechts. Schaut mal, hier sind immer mehr. Die kämpfen anscheinend auch gegen alles andere, aber ihr seht das, ne? Die kloppen einmal drauf. Da ist Feierabend. Ich hoffe nicht, dass die jetzt noch einen Bogen in der Hand haben und mir jetzt hier einen Pfeil an den Kopf schießen. Das wäre richtig schlecht. Boah, schaut mal, die können sogar richtig schnell schwimmen. Hau bloß ab. Wäre mal interessant gewesen, mal einen zu erlegen. Zu wissen, was die für Loot dabei haben, ob wir direkt neue Rezepte dadurch kriegen. Aber nicht jetzt. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir safe sind, wenn wir ein Portal haben. Hier in der Nähe. Dass wir uns auch schnell wieder hin teleportieren können. So, Wind sieht mal wieder perfekt aus. Direkt gegen Wind. Ist die Frage, sind wir dadurch schneller? Ich glaube schon. Und wir können nochmal hier ins Inventar gucken. Und zwar würde ich ganz gerne natürlich wieder die richtige Rüstung anziehen. Gar keine Frage. Können wir heute eigentlich auch mal hier diesen Trolllederumhang mit dran lassen, weil effektiv ist es eine Rüstung mehr. Dass unser Inventar jetzt wieder so krass voll ist, habe ich nicht erwartet. Wir haben leider nicht mehr so viel Platz hier in der Storage drin. Müssen wir mit relativ vollem Inventar zum Knochenmanns. Naja, was soll's. Notfalls bauen wir, wenn wir dort angekommen sind, gleich das Portal, gehen nochmal schnell in die Basis zurück und werfen ein bisschen Zeug ab. Das können wir auf jeden Fall tauschen, das können wir tauschen, das können wir tauschen. Rüstung hätte ich gerne hier. Dann passt das ja eigentlich soweit. Hier haben wir unser Nahrungsmittel. Ist okay so. So, lasst mal schauen. Oh, wir drehen uns irgendwie ganz schön stark nach links. Das war so nicht gedacht. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Wind ist immer noch gegen uns. Ich lasse das jetzt mal so mit dem Paddeln, weil ich habe das Gefühl, dass wenn der dann einfach einmal so ein bisschen im Lauf drin ist, dann doch relativ schnell vorwärts kommen. Hier vorne kommt Land. Jetzt ist die Frage, kommen wir rechts dran vorbei? Sieht erstmal so aus wie so ein Flusslauf. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir probieren es mal. Natürlich auch ein bisschen doof, wenn wir jetzt dort ankommen. Obwohl, wenn wir das Portal bauen beim Knochenwanz, dann könnten wir uns in der Basis auch nochmal den Ausgeruht-Skill holen. Was ist denn da? Feuerbälle? Ach du Scheiße, was kommt denn hier alles noch? Sind das Goblins mit einer Flagge in der, mit einer Fackel in der Hand? Sieht zumindest aus wie Goblins. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Es wird auf jeden Fall echt komplizierter, wenn ich überlege, dass uns gerade ein so ein Goblin mit einem Schlag weggehauen hat. Dann habe ich überhaupt gar keinen Bock, hier in so eine Vierer-Fünfer-Gruppe von Goblins reinzukommen. Das ist auch so ein Gebäude von denen? Ne, das sind nur Steine, ne? Also es ist wirklich ein verdammt langer Weg, aber wir müssen ihn besiegen. Ich bin mal gespannt, was danach passiert. Bisher hatten wir ja nach jedem Endboss irgendwie eine kleine Veränderung. Dass andere Gegner mit dem Grasland rumrennen, dass die Überfälle mehr werden. Nehme mal stark an, dass das jetzt beim Knochenwanz nicht anders sein wird. Kommen wir hier links durch? Eigentlich würde ich ganz gerne da durch. Wir machen jetzt erstmal hier lang.
Nicht, dass wir dort dann irgendwo stecken bleiben. Das wäre äußerst schlecht. Wir machen jetzt hier aber an der Stelle erstmal Schluss für die Folge. Tut mir leid, dass ich es schon wieder so lange zieht, aber ich bin froh, dass wir den Tod relativ schnell verkraftet haben, sage ich mal. Wir halten uns fest, dass wir nicht brechen müssen und machen morgen 19 Uhr weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin. Macht's gut.